The trick is the three appear on the box. You need to see! Ich bin sprachlos. Das war der beste Kartentrick, den ich jemals gesehen habe. Matti reagiert. Danita Ortiz bei Fool Us 2022, der einzige Act, bei dem Penn & Teller nicht mal versucht haben herauszufinden, wie er das gemacht hat. Freunde, dieses Video hier haben mir so viele von euch bei Instagram, auch hier auf YouTube zugeschickt. Matti, du musst unbedingt drauf reagieren. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist das krasseste ever. Gesagt, getan. Hier sitzen wir, Freunde. Prost. Es ist 6 Uhr morgens. Ich habe die ganze Woche keine Zeit zum Drehen gehabt. Ich bin noch hundemüde. Ich bin gerade aufgestanden. Lassen wir uns doch direkt am Morgen einfach mal komplett wegfuhlen. Und dann beim nächsten Mal gibt es endlich das Video, die Wahrheit über Harry Houdini. Ein Video, an dem ich jetzt schon seit 3 Wochen arbeite. Ja, Danita Ortiz, um den es jetzt heute gehen wird, ist ein unglaublich krasser Magier aus Spanien. Eins meiner größten Vorbilder in der Kartenmagie. Ich habe, glaube ich, alle seine DVDs und Online-Lectures mir schon angeschaut, die es gibt. Ich habe eine Zeit lang eine sehr krasse Danita Ortiz-Phase gehabt. Deswegen bin ich mega gespannt, mit was fuhr der jetzt Penn und Teller. When I was 10 years old, my mother take me in a bus every week from Malaga to Seville, only for me to have 2 hours lesson from magicians. This is 5 hours going and 5 hours back every week. This is unbelievable. Juan Tamariz was the first magician I meet in life. Juan is not only my teacher. Alter, ich habe jetzt in der Einleitung gesagt, Danita Ortiz, absolute Legende aus Spanien. Leute, Juan Tamariz ist die Legende schlechthin für alle von euch, die ihn nicht kennen. Juan Tamariz ist einer von den ganz wenigen, die moderne Kartenmagie mit am allermeisten geprägt haben. Ihr kennt den Auftritt von David Blaine, wo er bei Jimmy Fallon gezaubert hat. Ihr kennt den anderen Auftritt, wo er bei Jimmy Fallon gezaubert hat. Ihr kennt seinen Auftritt bei Jimmy Kimmel. Alles Tricks von Juan Tamariz. Absolut genialer Mensch, wirklich. Und komplett ballerballer. Aber im positiven Sinne. Nicht wundern, Freunde, ab jetzt spiegel ich das Bild einfach in der Hoffnung, dass YouTube kein Auge macht und das nicht sperrt. Das wäre so ärgerlich. He's also my friend. It's unbelievable because Juan is a genius in the magic art. When you are 10 years old, you don't know how big is Juan Tamariz. Juan is like my brother, father. If I can do magic to Juan, I can do magic to everybody in the world. Magic is my life. Magician is my family. I am a very lucky man. I love magic, I love the life. Boah, ich bin so gespannt. Er sitzt mit denen jetzt am Tisch. Joined by entertainment legend and Harrah's Las Vegas headliner, Donny Osmond. Here's some fantastic magic from Danny De Ortiz. Wow. Danny! Danny! Alter Schwede, das kann ja jetzt nur legendär werden, Freunde. Dieses Video hier wird safe demonetarisiert, wenn es überhaupt freigegeben wird. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier an Werbung seht, ist nicht von mir gestaltet. Jetzt schon Entschuldigung, Fool Us schaltet die Werbung und kassiert doch das ganze Geld. Also falls jetzt hier alles randvoll ist mit Werbung, es tut mir leid, Freunde, ich habe es leider nicht unter Kontrolle. Aber was ich unter Kontrolle habe, ist diese Werbung hier, denn in meinem Matti-Support-Job habe ich jetzt Sticker für euch, Freunde. Bei jeder Bestellung bekommt ihr jetzt einen schicken Sticker immer noch mit reingeschmissen und endlich wieder auf Lager ist dieser Zaubertrick hier, die Sucker Card Vanish Box. Ihr seht, wo sich der Kreuzkönig befindet, ja? Alles klar, ihr würdet jetzt bestimmt schätzen, er ist hinter der Tür, oder? Stimmt aber nicht. Da ist er gar nicht. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, er ist hinter dieser Tür, aber da liegt ihr wieder falsch. Da ist er gar nicht. Da? Nee, da ist er nicht, Freunde. Also wirklich jetzt, der ist da nicht. Ja, der Trick ist absolut legendär. Vor allem, wenn ihr für Kinder zaubert auf dem Kindergeburtstag, aber auch generell so für Familienszenarien und so, der macht super viel Spaß. Und natürlich nicht nur der, sondern auch noch einige andere meiner liebsten Zaubertricks habe ich für euch im Shop. Bald kommen noch richtig krasse neue Effekte dazu. Also mattisupport.de gerne auschecken. Vielen Dank für euren Support und jetzt mit Kopfsprung rein da. How are you, my friend? Nice to meet you. Great to be here. Great to be here. Thank Before you, you get started, okay, yes? if you don't mind, I gotta make sure this is not a trick deck. Okay. Wie dreist. Also, ob es jetzt ein Trickdeck ist oder nicht, ne? Aber das ist richtig frech, einfach dem Zauberer seine Sachen aus der Hand zu reißen. Ich guck mir das jetzt an. Nicht zu fragen, so einfach machen. Gut, Entertainment, ja. Do anything you want. It's normal? It's a normal deck. I fool you? Okay, I can unfold. Listen me, I understand you're from Spain, my English is very bad, but I try, my magic will be better. I try. Because if I tell you, for example, tell me stop. Stop. How many cards? 1, 2, 3, or 4? 4. 4 cards. And now for the magic. I do nothing. I deal cards and you again, you tell me stop. Stop. Are you sure? Yeah. Okay, can you count with your finger how many cards? Not on the deck, on the table. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I don't know how, but if here is 10 cars, mm-hmm. these 4 cars exactly, 1 10, another 10, another 10, another 10. Das liebe ich einfach so sehr an Danita Ortiz, ja, dass alles so willkürlich aussieht, aber so haarscharf unter Kontrolle ist. Brillant, Freunde. tell me a story very fast. Stop. This is very, very, very fast. Very, very. It's your life. I don't care, because I don't know what I do. But now it's not 10 cars. Can you count with your finger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know how, but if here is 7 car, what before was 10? No. No. Welcome to my world. No. No. 1 7, another 7, another 7, and another 7. Ta-da! Jetzt schon gefühlt. Wir haben 2 von 10 Minuten geguckt. Ich bin jetzt schon gefühlt. Ich weiß nicht, ob es an der frühen Uhrzeit liegt, ne? Dass ich den Switch nicht gesehen habe, aber boah. Ja, keine Ahnung, wo da jetzt ein Switch gewesen sein soll. Ich habe gar nichts gesehen davon. Einfach komplett gefühlt, Leute. Look at that, I have many. You can look at any car. You can look or make or anything you want. You have one? You can make any car you want. Okay. Don't know the car you see. Any car you want. Okay. Tell me one. Three of hearts. But any car, really. Any I car. Did. Three of hearts. Three okay. Of hearts. Now I like to improvise. You will tell me a stop. I hope you understand my English. You will tell me stop and the three of hearts appear. Okay. Stop. My English is very bad. Oh, I see. Okay. No, tell me stop. But you know what? What? I listen you. But the trick is not you tell me stop and the three appear. I see. The trick is the three appear on the box. You need to see. Ich bin sprachlos, ich kann gar nichts sagen dazu. Okay, Leute, lasst zurücklehnen. Warte mal. So, genießen wir mal die Show. Genauso cool wie auch gerade. This is freaking me out. Tell me another car, or look at one. Or anything, you have one? In any car? 2 clubs. 2 clubs, I try. I forget one car in the box, sorry. I forget one car in the box. Sorry. No way. Yes, it's my life. Come here. Now. Peng, can you tell me any car you want? Sure. This one. What? Which one? 8 of hearts. But this ace of? Eight. Eight of hearts. This one. I know. Sorry. No. Not with the 8 of hearts. Not with the 8 of hearts. Because this is another trick. Or maybe yes, we use the 8. Listen to me. Das ist aber so ein Standardelement. Das macht er häufig. Can you no choose a car? Can you point any of them? Any of them? Who you want? You? Yeah. Unbelievable. Listen me. We don't use this car, okay? I show you the car like so, completely, very, very open. Only when you want. This is true. You can wait. You can. Only when you want, you tell me stop. Stop. 7? 7. If I take the 7 and I put the 7 in the other cars, I don't know how, but now it's 1 7, another 7, another 7, stop. And another stop it. 7. Stop. Ta-da. Ich komme gar nicht mehr klar. Also, ich bin ganz ehrlich mit euch, ja. Normalerweise bei so einem Kartentrick, wenn so viele Elemente passieren, ich versuche immer genau hinzugucken, wann bereitet er gerade welchen Reveal vor, wann passiert was. Bei diesem Auftritt habe ich nach dem ersten Trick schon komplett aufgegeben, irgendwas zu versuchen zu verfolgen, weil sein Handling, vor allem seine Präsentation, die Art und Weise, wie er Moves kaschiert, die Art und Weise, wie natürlich es bei ihm aussieht, dass er gerade was völlig Unnatürliches macht, das macht es unmöglich nachzuverfolgen. Also, Leute, ich genieße jetzt die Show. Ich lasse mich berieseln. Ich hoffe, ihr tut dasselbe auch. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und lasst gerne auch dem Originalvideo einen Daumen nach oben da. Und liebe Grüße aus Deutschland von mir. Absolut brillant. Also, da, ich. Daddy, that's ridiculous. I don't understand English. Ridiculous good word? It's a good word. Okay. It's a good word. Okay. Ja, so sympathisch einfach. But this is nothing. This is only for the trick. This is not a trick. It's only for wing up. 18 tricks. Yeah, but that doesn't matter. It is only for wing up. Okay. Now the trick. I love one trick, and the trick is any kind of number. Look. Oh.
Okay, no problem. I try. The next trick I love, yes, shuffle the deck. I try, it's not complete because I turn out. Oh, no, I restore it. Oh, yes. But there's okay. Only 51 in there. Okay, okay, yeah. The box is complete, but the deck is. Oh, I see. Doesn't matter. I give you a card because we are four. Okay, I give you a few cards like so. Okay, shuffle, please. Shuffle under the table. You take a packet, little packet, under the table. Take, under the table. You take a packet, take. And give the half to him. Everybody shuffle, everybody. Under the table because I know me and I pick and I see. No, under the table. Can you take any card? And put in the middle. Don't look. It's only for enjoy. Cat and complete. You know what is cat? I know it's cat. Meow. Cat. Okay. Shuffle. You take a shuffle. Take any card. Only you see the card under the table and you put in the middle. Now, thinking any number, but high, between 1 and 20 or 20-something, but high, difficult number. Don't tell me. Yes? Okay. Don't tell me. And now I try, ta-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 ta. This is true when I tell you the deck is not complete. This is true, okay? But doesn't matter. You have a number? I do. What number you want? 21. Doesn't matter. Any card is possible. And now I do a special ritual. This is unbelievable. Look, this is a ritual. Take the deck. I need in this moment one of you thinking any card. You have one card? Yeah. Okay, think in the card. Okay. Okay, if you want to change, you tell me. It's okay. It's okay. You have? Okay. Yes. Any card is possible. Take the deck. This is the ritual, but take like a... Also das ist ja mal so verrückt. Er hat sie im Prinzip gerade zu seiner Komplizin gemacht. Habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Da muss ich kurz sprechen drüber. Er hat sie aus dem Packet, das sie in der Hand hatte, unter dem Tisch, hat er sie eine Karte aus der Mitte raussuchen lassen. Also einen spezifischen Bereich. Sie sollte aus der Mitte von diesem Packet sich eine Karte merken. Und jetzt sagt er ihr, okay, ich brauche hier jemanden, der einfach an irgendeine Karte denkt. Allison, du denkst an irgendeine Karte, ja? So, er hat es jetzt einfach so verkauft, als würde sie jetzt on the spot sich eine Karte denken, weil gerade so ganz schnell ganz viele verschiedene Anweisungen kamen. Das konnte man sich alles gar nicht merken. Dadurch, dass er noch gesagt hat, du kannst dich auch umentscheiden, aber du bleibst bei der Karte? Ja, okay. Dadurch wirkt es so, als hätte sie sich jetzt gerade irgendeine Karte ausgedacht. Aber das stimmt gar nicht. Die war klar forciert oder zumindest in eine bestimmte Richtung gedrängt. Egal, worauf das jetzt hinausläuft. Aber das zum Beispiel ist so ein geniales Detail. Das liebe ich an seiner Präsentation. Man kann bei Danny da Ortiz so viel Theorie mitnehmen. Also wer sich von euch richtig hardcore mit Zauberei beschäftigen will, vor allem mit Kartenmagie, finde ich, der ist bei ihm an einer sehr guten Anlaufstelle, Freunde. Aber... nichts für Anfänger. Das ist wirklich schon krasses Zeug, Alter. For you, because you are thinking the number. Okay. You are thinking the card. So you have you need to be the ritual. This is the ritual. Take one or two and put on the table. Like so, separate and put. Oh. Or do anything you want. You're like, okay. It's my deck, but you're like, doesn't matter. Take three or four and put on the table. Okay. Because it's the ritual, it's very strict. Oh, and now take like in a pile. Take two or seven or eight or one, okay? And put on the table. Take two or seven or eight, okay, and put, or maybe six, maybe, but listen to me, maybe, and put on the table. It's a ritual, it's not mine, okay? Now we can do, look, deal one by one, ta 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 ta, faster, until what you want. Hing. For example, you, until you say stop. Stop, okay, in this moment, this card you take and put in the middle. No, in the middle of the... Okay, do anything you want, but here, in the middle of here. Here. Oh, in here. Anything okay. You want. And shuffle. And shuffle. Or not. No. It's a ritual. Cat and complete. Meow and complete. Meow. Okay, now take a few cards from the top, put on the bottom. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cat and complete. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. You don't want to do. Okay, take one or two or put in the deck. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Take everything you want and put there. Ta-ta. Unbelievable. Ladies and gentlemen, that was the ritual. Very nice. Er hat es einfach geschafft, den langweiligsten Part eines Kartentricks zum lustigsten Part zu machen. Ist euch das aufgefallen? Das sind immer die Stellen, wenn man einfach so Karten hinlegen soll und abzählen soll. Man soll zwei Stapel bilden, links, rechts und obendrauf die letzten zwei Karten verraten uns dann was. Out of this world. Glaubst du, die Karte ist schwarz oder rot? Rot. Ja, dann leg auf einen roten Stapel. Schwarz. Ja, dann auf einen schwarzen Stapel. Und jetzt verteil die mal. Das sind immer die lamesten Parts. Und er hat es geschafft, dass das gerade das absolut Lustigste war an dieser 10-Minuten-Nummer. Ey, brillant, Leute, brillant. Freunde, ab der Stelle haut immer das Copyright rein. Deswegen synchronisiere ich das jetzt einfach mal. Also, wenn du genau das machst, was ich dir sage, dann wird deine genannte Karte an deiner genannten Stelle landen. Willkommen in meiner Welt. Hier muss ich einen kurzen Cut einbauen, damit YouTube, damit etwas Zeit vergeht und nicht das ganze Material in einem Stück läuft. Es tut mir so leid, Freunde. Okay, weiter geht's.
Du lebst in einer sehr seltsamen Welt. Was war die Stelle, an die du denkst? Sag mir die Stelle, an die du denkst. Na, hab ich doch gesagt. 21. 21. Ist das okay für dich? Okay, dann bleiben wir dabei. Und du sagst einfach doch gar nicht mal deine Karte. Guck mal, ich mach nichts. Ich schieb die Karten nur raus. So hast du die Karten gemischt, ja? Das ist dein Leben in diesen 5 Minuten aktuell. Die 21. Karte war das also. 21. Bist du dir ganz sicher? Ja, auf jeden Fall bin ich sicher. Okay, 21. Teller ist schon so, oh nein, bitte nicht. Willst du etwa, dass ich mich umentscheide? Na, ist mir doch egal. Komm, wir zählen die Karten. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sag mir zum ersten Mal deine Karte. Herzbube. Du hättest, wie gesagt, jede Karte nehmen können. Was war das? Welcher Bube? Der Herzbube. Herzbube, okay. Ich weiß nicht wie, ne? Aber vielen, vielen Dank. Ich kann gar nichts mehr sagen dazu. Ich habe keine Ahnung. Tada! Und alle rasten aus. Hä? Thank you very much, Dave. Ich bin mir auch so sicher, die Methode dahinter ist safe so einfach, ne? Safe ist das überhaupt nicht kompliziert. You did such a long trick. It went so long. We don't have time to go to the sea. We don't have time to talk. We just have to give you the trophy. Bring it down. We can give it before you became world. Goodness. Thank you. You could not deserve it more. Oh. No. What are we going to say? Sit down and say that. Ist hier gerade eine Mücke an mir vorbeigeflogen? Habe ich sie erwischt? Ich glaube ja. Ich bin komplett sprachlos, wirklich. Ich bin einfach sprachlos. Das war brillant. Das war der beste Kartentrick, den ich jemals gesehen habe. Oder sagen wir mal zumindest die Präsentation. Das war nicht von dieser Welt, Alter. Dani de Ortiz hat tatsächlich dieses Jahr bei der FISM-Weltmeisterschaft der Zauberei hat er einen Special Award gewonnen. Einen Sonder-Award für seine ganzen Erfindungen und so weiter. Und wenn ihr diesen Eck noch nicht gesehen habt, der auch bei der Weltmeisterschaft im Bereich Kartenmagie vorgeführt wurde, schaut euch das auf jeden Fall auch an. Das war ein absolut verrückter Zauberer aus Korea mit einer richtig genialen Kartenpräsentation. Also wenn ihr da noch nicht drin wart, sofort mit Kopfsprung rein da. Ich bin hier jetzt raus. Lasst gerne ein Abo da, um das Harry Houdini-Video nicht zu verpassen. Ich muss das jetzt erstmal verdauen, aber vielleicht ist es doch einfach der Kaffee, der raus will. Alter.